Dieses Gerät ist nicht nur privat, sondern auch als Sammler extrem hilfreiches Medium, hilfreiches Tool. Einige Apps können einem das Leben sehr, sehr viel einfacher machen. Welche Apps aus meiner Sicht extrem notwendig sind, welche ich nutze, die zeige ich euch im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Markus. Hier geht es um das Thema Sportscards, um alles, was damit zu tun hat, um das Hobby. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Wenn das erste Mal, herzlich willkommen. Es gibt allerdings und dafür erstmal ein dickes, dickes Dankeschön. Inzwischen schon über 550 Abonnenten. Ich hätte das nicht gedacht, wo ich vor wenigen Monaten mit dem Kanal angefangen habe. Einfach mal, um das zu testen. Von daher vielen, vielen Dank für, ja, für die vielen Feedbacks und wie gesagt für die Abos. Das treibt mich auch dann an, weitere Videos zu machen, immer mal wieder in neuen Content für euch zu produzieren. Der ist ja auch so ein bisschen aus euren Fragen entsteht er ja eigentlich auch. Von daher nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Habt ihr einen speziellen Wunsch, ihr wisst Bescheid, schreibt mir das gerne jederzeit, dann versuche ich das immer mehr mit reinzunehmen. Beim letzten Video habt ihr schon so einen kleinen Einblick bekommen, das war ja auch so ein Wunsch in meine ja, persönliche Collection, um euch da so ein bisschen mitzunehmen, wer ist da eigentlich, warum ist er da und ja, wie sich das auch verändert hat. Schaut gerne nochmal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das kam ja sehr, sehr gut an. Viele, viele haben sich gefreut, einfach mal, dass sie mal so einen kleinen Einblick in meine persönliche Sammlung bekommen haben. Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut über die vielen Kommentare drunter, die auch so ein bisschen was über ihre Sammlungen erzählt haben. Von daher vielen, vielen Dank. Was mich auch ein bisschen zu dem, ja, zu dem heutigen Thema treibt, das ist ja immer so eine Mischung zwischen ja, ein paar Basics, ein paar Dinge, die vielleicht gerade Neuanfänger mitnehmen können, aber vielleicht der ein oder andere, der schon länger dabei ist, auch so ein bisschen Ideen, Inspiration bekommt. Heute geht es darum, ja, ich hatte es schon im Teaser gesagt, um das Tool hier, um ein Smartphone, ein ständiger Begleiter. Also ich glaube, es gibt wenige, die das nicht, bei denen das nicht so ist, die bewundere ich teilweise auch. Aber das ist ein extrem hilfreiches Tool und eben auch gerade als Sammler definitiv, ja, super, super hilfreich, egal ob ihr jetzt unterwegs seid oder aber eben auch bei mir ist es so, dass ich zu Hause bin, da gerne mal einfach statt den vom Rechner zu sitzen über das Smartphone nutze, gerade dann auch, wenn es dann, komme ich gleich nochmal zu, um Auktionen geht. Und es gibt einfach einige Apps, die ich denke, die, ja, oder die ich installiert habe, die würde ich euch einfach heute mal ja, vorstellen, zeigen, welche das sind, die ja so mein Begleiter sind. Auch das hat sich so ein bisschen verändert, kam mal die eine oder andere App dazu, die eine oder andere verwende ich auch mehr als, ja, als die andere. Und genau, welche das sind, die schauen wir uns jetzt eben mal an. Ja, die meiste App, die ich verwende und ich glaube, das ist bei vielen, vielen anderen auch der Fall, das ist natürlich eBay. Dort ja, habe ich vor allen Dingen, wenn es ums Kaufen geht, mein eigener Shop ist da noch ein bisschen im Aufbau. Auch dazu später mein eigenes Video, was da eigentlich geplant ist. Aber ja, eBay nutze ich ja, fast jeden Tag eigentlich, unabhängig jetzt von anderen Dingen, die ich da auch kaufe und verkaufe, aber gerade auch eben als Sammler mit natürlich der Einstellung, dass ich auf dem US-eBay-Markt vor allen Dingen hauptsächlich schaue, wie das geht, habe ich euch im, ja, im letzten Video, vorletzten Video, letzte Video, verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal, euch mal gezeigt, wie ihr das einstellt, dass ihr neben eine größere Auswahl habt, als wenn ihr jetzt auf ebay.de sucht. Das könnt ihr natürlich auch in der App nutzen. Und ja, eBay auf jeden Fall, um Karten zu suchen, mein Top-Tool. Dann ja, nutze ich persönlich nicht so viel. Ich weiß aber, dass der ein oder andere das gerne auch immer mal nutzt, das eBay Kleinanzeigen. Ich habe da jetzt noch nicht die perfekten Deals gefunden, aber es gibt einige, die da drauf schwören und auch da gerne mal reinschauen. Ich habe es auch installiert, aber nutze es bei mir persönlich nicht so häufig. Eine weitere App, die ich auf jeden Fall am Start habe, ist es keine App, weil es keine App gibt, aber ihr könnt euch das über eine Verknüpfung auf den Desktop legen. Zumindest habe ich das so gemacht. Das müsste auch eigentlich bei den meisten Handys funktionieren. 130 Point ist eben, hatte ich auch schon ein paar Mal vorgestellt, wo ihr eben die Preise checken könnt aus eBay, was da verkauft worden ist. Und ja, logischerweise nutze ich das dementsprechend, so wie eBay auch ziemlich häufig, um eben dort
Karten zu checken. Wie gesagt, es ist keine App, die es im App Store gibt, soweit ich weiß, sondern eben die ihr einfach verlinken könnt auf euren Desktop. Weitere, auch keine App. Doch, das ist sogar eine App, die gibt es als App, ist Market Movers. Market Movers, auch hierzu nochmal ein eigenes Video, weil es ja ein sehr, sehr cooles Tool gibt, wenn ihr dort registriert seid. Das kostet natürlich auch was, das stelle ich euch im Detail nochmal vor. Da ja, habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen historischer auf Karten zu gucken, Spiele anzugucken, zu vergleichen, euer Inventar dort anzulegen, Wertentwicklung mit so einer Datenbank für eure eigene Collection, aber eben dann auch für Karten und ja, mit sehr, sehr vielen Details, Kurven. Hat sehr, sehr viel zu bieten. Gibt auch ein paar Freisuchen, wenn ihr noch nicht dort angemeldet seid. Ich glaube, 5 pro Tag oder so, ich bin mir nicht sicher. Das kann man definitiv mal nutzen, wenn man sagt, ich will die eine oder andere Karte mir mal anschauen. Dann gibt es das eben ein bisschen im Rahmen. Aber auch hier, wie gesagt, ein eigenes Video. Die habe ich definitiv installiert. Eine ähnliche Methode ist Cardladder, die ich gerne nutze. Ihr seht es ab und zu bei meinen Instagram-Posts, die Grafiken. Auch da kann man sehr, sehr viel kostenlos nutzen, um Karten zu suchen. Natürlich sind nicht alle Karten in der Datenbank drin, aber der Großteil oder die bekanntesten Karten sind eigentlich immer am Start. Und Cardladder nutze ich auch alternativ eben zu Market Movers sehr, sehr gerne. Auch hier gibt es keine App, soweit ich weiß, sondern auch das habe ich mir über eine Verknüpfung auf meinen Mobile Desktop sozusagen gelegt und habe dann direkt einen Zugriff auf Cardladder. Dann logischerweise gibt es den Panini Shop. Da habe ich eine Panini, da habe ich die Panini App installiert. Das ist der US Panini Shop. Ja, dort kommen, ihr seht es in meinem Release-Kalender immer ja die Releases raus. Dort ziehe ich auch immer die Screenshots. Wenn ihr dann mal auf Jagd geht, habt ihr da eben die Möglichkeit, Boxen direkt bei Panini US zu bestellen. Bei uns in den Shops in Deutschland oder Europa sind die meisten Boxen ja schwieriger zu bekommen, beziehungsweise gar nicht zu bekommen. Von daher habe ich natürlich die Panini-App installiert und schaue da auch jede Woche natürlich rein, wie es um die Releases steht. Ja, eben vergessen bei dem Thema eBay natürlich, PayPal nutze ich das eine oder andere auch, aber das ist, denke ich, auch selbsterklärend. Die App muss ich euch, glaube ich, auch nicht zeigen, das werden die meisten kennen. Eine weitere App, die ich installiert habe, ist PSA. Selbst einfach aus dem Grund, weil ich da ganz gerne einfach immer mal die Population Reports checke. Also wie viel gegradete Karten gibt es von Karte XY, in welchem Grade und so weiter. Das könnt ihr dort checken, entweder anhand, wenn ihr sucht, oder ihr habt sogar die Nummer, die vorne immer auf dem Slab steht, auf der Karte steht, die ihr dort eintragen könnt und kommt dann direkt zur Karte. Ja, nutze ich auf jeden Fall auch immer mal wieder. Dann gibt es diverse Foren, die ich nutze. Ich hatte es auch schon mal gesagt, es gibt das Blowout-Forum, ein amerikanisches oder ja, eher amerikanisches Forum, wo es eben nur um Karten geht, ums Hobby geht und um alles, was damit zu tun hat. Und da schaue ich gerne mal immer rein. Das ist extrem überfüllt und sehr, sehr viele Themen. Also allem kann ich da auch nicht immer folgen, aber ich nutze das über die App TapTalk, heißt die, wo ihr diverse Foren in einer App sozusagen integrieren könnt und müsst nicht immer auf die Seiten gehen, sondern TapTalk hat da so eine Funktion, wo ihr das importieren könnt und könnt dort eben diverse Foren integrieren. Und eben dort ist das Blowout-Forum integriert. Ein weiteres Forum, wo ich gerne mal reinschaue, ist Cardboard. Auch ein sehr, sehr, sehr cooles Forum. Ja, gibt es schon sehr, sehr lange. Ist ein bisschen ruhiger geworden, wie ich gehört habe. Es war früher ein bisschen mehr los. Aber ich gucke da immer sehr, sehr gerne rein. Ist ein deutsches Forum, wo es ums Hobby geht. Das ist leider nicht möglich in TapTalk zu integrieren. Aber auch das habe ich mal als Verknüpfung auf den Desktop gelegt und hat da immer einen Zugriff ins Forum selbst. Das waren eigentlich so meine Apps, die ich installiert habe, wo ich gerne mal reinschaue, des Öfteren reinschaue, eben gerade wenn ich auf dem Sofa liege oder mal im Bett liege und dann eben vielleicht noch eine Auktion checken möchte oder Preise checken will, da ist das definitiv sehr, sehr hilfreich. Und ja, vielleicht gibt es noch mehr. Wenn ihr noch Apps habt, wo ihr sagt, die sollte man sich mal anschauen, die sollte man installiert haben, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Die Community wird es euch danken, ich werde es euch danken. Und ja, würde das dementsprechend vielleicht auch dann nochmal teilen auf einem der Kanäle. Auch generell in den kommenden Wochen immer mal wieder nochmal eine Frage aus der Community, die wir mit reinnehmen, beziehungsweise auch nochmal Insights in meine eigene Sammlung
und Vorstellung von verschiedenen Serien. Da war auch immer so der Wunsch, ein bisschen diese Serien mehr vorzustellen. Ist ein bisschen Aufwand, aber auch das ist in Planung. Soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht war die eine oder andere App dabei, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt, oder diese Verknüpfung war euch noch nicht bekannt. Und es hat euch ein bisschen geholfen, wenn es so ist. Ihr wisst Bescheid, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Freut mich sehr, sehr, wenn es so ist. Und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Podcast hören oder im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao.